Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. In dieser Session musst du nicht alles geben. Wir sollten schnell genug sein, um uns problemlos zu qualifizieren. Es sind nur wenige Autos draußen. Wir sollten jetzt vielleicht auch rausfahren. Noch 5 Minuten in dieser Session. Alles ist bereit. Auf geht's. Okay, noch 2 Minuten in dieser Session und wir stehen noch unter dem Strich. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst ist das Qualifying vorbei für uns. Oh.
Sekunden in dieser Session. Du hast Q2 erreicht. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Im Moment herrscht auf der Strecke Hochbetrieb. Fertig. Noch 5 Minuten bleiben in dieser Session. We'll be right back.
mindestens Zehnter wirst, kommst du nicht in Q3. Gib dein Bestes. Wir sind soweit.
eine Sekunde. Er wird beim Überholversuch DRS nutzen.
Christoph Weber demnächst zum Boxenstopp kommt.
dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Die Boxencrew erwartet dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp diese Runde. Du hast eine Spritreserve und kannst mehr Sprit verbrauchen, um bei Bedarf schneller zu sein. Sich dein Hintermann einen leichten Schaden am Frontflügel eingefangen. Das dürfte seine Leistung aber nicht beeinträchtigen. Push weiter. We'll be right back.
an der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen. Thank you.
eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde.
käme Hamilton bald rein. Versucht die Lücke zu schließen.
Sprit übrig. Du kannst das Benzingemisch für ein paar Runden erhöhen. Von Gemisch 2 auf 3 wechseln, wenn du möchtest. Beim nächsten Boxenstopp bekommst du harte Reifen. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung. Denk an deinen Boxenstopp. Was wir wissen, ist bei Alonso in den nächsten Runden ein Boxenstopp fällig. Achte beim Rausfahren auf den Verkehr. Bis auf harten Reifen, noch ein Boxenstopp.
sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden.
hat die Weichen reißen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Sinn die Lücke zu schließen. Hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Sich in dieser Runde neue Reifen. Er hat sich einen Platten eingefangen.
abgeben. Hintermann hat deutlich neuere Reifen als du. Wir müssen versuchen, die Lücke konstant zu halten. Okay, du musst deinen Hintermann vorbeilassen. Sei vorsichtig.
müsste sich die Red Star bald einen neuen Reifensatz holen. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten drei Runden. Wir glauben, dass dein
Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Wir empfehlen Gemisch 2. Gemisch 2. Im Moment sieht die Spritmenge gut aus. Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 4 Sekunden. Du solltest ein magereres Benzingemisch wählen, damit uns nicht am Ende des Rennens der Sprit ausgeht. Fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Du bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus. Thank you.
Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 3 Sekunden. Force India hat Sutil die weicheren Reifen gegeben. Sutil auf weichen Reifen. Das magere Benzingemisch. Mageres Benzin, Gemisch 1. Das ist eine Überrundung. Du bist in Sektor 2 schneller als dein Vordermann. Schnapp ihn dir in Sektor 2. Aber du kannst wohl draußen bleiben. Der Fahrer hinter dir ist auf weichen Reifen unterwegs. Er hat dir gegenüber einen Vorteil. Okay, du musst deinen Hintermann vorbeilassen. Auf Gemisch 1 wechseln. Gemisch 1. Du musst das magere Gemisch wählen, wenn du ins Ziel kommen willst. Wir haben nur noch sehr wenig Sprit. Hinter dir hat eine ganze Sekunde Rückstand.
das magere Benzingemisch. Mageres Benzin, Gemisch 1. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Erst eine Runde voraus. Wegen unsportlichen Verhaltens bekommen. Bleib konzentriert und komm innerhalb der nächsten drei Runden an die Box. Der Fahrer vor dir ist im Sektor 2 langsamer. Versuch ihn zu überholen. Beim Rausfahren auf den Verkehr. Okay, dein Vordermann
scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Dein Vordermann hat die weichen Reifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. Vorsprung auf das nächste Auto. 3 Sekunden. Mm-hmm.
eine Überrundung. Noch Achter in der Fahrerwertung.